und herzlich willkommen zu Folge 9 von Gothic 2. Vergessen ist nicht vergangen, wir stehen momentan bisschen hier südlich des Lagers. Laufen einmal außen rum, das war der Plan. Haben in der letzten Folge hier noch einen Bluthund entdeckt. Da halten wir uns natürlich fern von. Ansonsten, wir knüppeln uns ein bisschen durch die Gegend. Wir boxen uns mit Scavenger und Mallrats. Und ja, sammeln EP, was sogar ganz gut klappt. Und wir sammeln vor allem einen Haufen Fleisch. Und das, ja, werden wir so oder so immer mal wieder brauchen. Zum Leben regenerieren. Und wie ich schon erwähnt hatte, da hinten steht jemand. Ein Budler, keine Ahnung, was der vorhat. Aber ich mache mir erstmal hier das Leben leichter und boxe ein paar Scavenger. Frustabbau. Und natürlich Vergnügen. Oh, da hinten ist er aufgeschreckt. Kann sein, dass er da hochklettern will und uns Akrobatik beibringen kann. Also, wer ist das? Der Gilbert. Gilbert, was tust du denn hier? Ah, du bist es. Ich schaue mich gerade nach einer neuen Wohnung um. Hier draußen? Ja, ich verlasse das alte Lager und suche mir hier draußen vorläufig eine Behausung. Ich bin es satt, ständig Schutzgeld zu zahlen und mich von den Gardisten herumschubsen zu lassen. Warum gehst du nicht in eines der anderen Lager? Was will ich denn da? Im neuen Lager würde ich wohl auf den Reisfeldern arbeiten. Und im Sumpf müsste ich mir den Quatsch dieser Gurus anhören. Da habe ich lieber hier meine Ruhe. Ohne Dach. Schon was gefunden? Diese Höhle hier oben sieht gut aus. Leider gibt es ein Problem. Da wohnt schon jemand, nicht wahr? Richtig. Ein paar Goblins haben sich dort eingenistet. Es ist schon ein kleiner Haufen. Deswegen habe ich es selbst nicht geschafft. Kannst du dich vielleicht um sie kümmern? Man könnte sie aus der Höhle locken, damit sie runterfallen und sich den Hals brechen. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Und schon die nächste Quest angenommen. Höhlenbewohner. Da könnte man aber eventuell die sogar vielleicht besiegen. Werden wir gleich herausfinden. Schlürfen wir erstmal noch den Fleischwanzen-Ragout weg. Damit wir einigermaßen gewappnet sind. Jetzt schauen wir mal, ob sich da was machen lässt. Runterfallen lassen und den Hals brechen, das ist natürlich möglich, aber davon hätten wir ja keine Erfahrungspunkte. Natürlich die Frage, wie viele es sind. Zwei. Hallo. Drei. Das kannst du vergessen, okay. Ja, die Quest rennt uns ja nicht weg. Wie gesagt, ich würde ungern dafür sorgen, dass sie sich den Hals brechen. Aber die Quest scheint uns auch nicht wegzulaufen. Insofern müssen wir dann halt machen, wenn wir besser gerüstet sind. Ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen mehr austeilen. Besser Waffe haben und vor allem auch ein bisschen besser oder schneller zuschlagen können. Dann können wir hier auf jeden Fall die Quest von Gilbert auch erledigen. Ich hoffe nur, ich vergesse nicht. Aber ich glaube mal, dass wir sie nicht vergessen. So, wir haben 19 Uhr. Das heißt, wir machen uns jetzt dran, dass wir noch ein bisschen Stärkepunkte erhalten bei Malte. Und dann gehen wir zu Finns Hütte. Und während den nächtlichen Besucher mal ausquetschen. Wir laufen jetzt am besten hier. Was ist denn der kürzeste Weg? Ich glaube links rum. Zu Malte. Ja, wobei wir sind im Prinzip genau auf der anderen Seite. Aber vielleicht finden wir noch diesen Harvor oder wie er hieß. Eine Gegend, wo wenig Gardisten sind. Also ich habe jetzt gesagt, am Marktplatz nicht. Da stehen genug Gardisten, die aufpassen. Vielleicht hinten bei der Schmiede. Wäre jetzt vielleicht meine Idee gewesen. Oder irgendwo
Da hinten bei dem, wo dann eigentlich diese Turmruine zu finden ist. Also sprich das Viertel, das quasi neu aufgebaut wurde hier in dieser Modifikation. Da hinten kommt wieder Bloodwyn uns entgegen, na, da werden wir uns ja freuen. Hoffentlich hält er uns nicht weiter auf. Hey, der gafft da in die Hütte rein. Sly hat noch keine Quest für uns. Kann gut sein, dass wir eine bekommen werden, wenn wir dann die Prüfung des Vertrauens ablegen wollen. Na, dann werden wir wahrscheinlich zu dem rennen müssen. Und den überzeugen müssen, dass wir fähig sind für was weiß ich. Hier vorne beim Eingang macht es keinen Sinn. Hier sind nämlich genug Schatten und Gardisten unterwegs. Also Malte. Okay, wir können natürlich ihm auch sagen, dass Whistler seinen Platz einnehmen Kannst du mir was... will. Ja. Aber das, darum werden wir uns kümmern, wenn es soweit ist. 5 Lernpunkte behalten Deine wir mal. Kampfkraft. Komm. Ja, ist gut. Danke dir fürs Kompliment. Jetzt haben wir 30 Stärke. Und wie gesagt, wir können ihm das erzählen mit Whistler, aber ich habe das Gefühl, dass dann vielleicht die Quest endet, also Machtwechsel. Aber wenn wir die Quest angehen, ich behalte im Hinterkopf, dass wir das Malte auch erzählen können. Sonst bei Brabak ist nichts Neues und die Hauptquest sieht ja vor, dass wir zu Diego gehen. Also, so weit, so gut. Wir haben auch bald 20 Uhr, das heißt, ich laufe jetzt wieder zum Marktviertel. Nur will ich kurz noch ein bisschen mich mal umschauen. Noch kein Tag vorüber, schade. Ob wir nicht vielleicht doch diesen anderen Feigling hier finden, den Havor. Natürlich noch die Frage, soll ich jetzt kommen? Jetzt haben wir 5 Lernpunkte, jetzt stehen wir schon bei Fingers, dann machen wir das halt auch. Komm, was soll's? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf. Also Schlösser öffnen. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abhaut. Nee. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Danke für den Tipp. Das kann man lernen, damit hat sich's erledigt. Ihr wisst, es ist abhängig von Geschicklichkeit. Das heißt, je mehr Geschicklichkeit wir haben, desto seltener werden die Dietriche abbrechen. Dietriche habe ich, glaube ich, keinen dabei. Müssten wir dann kaufen. Ich muss mich aber jetzt mal beeilen, dass wir bei Findern sind. Wie gesagt, hier sehe ich jetzt nicht direkt. Das ist, glaube ich, übrigens das Lagerhaus, wo wir auch noch hin müssen. Jetzt muss ich mich aber beeilen zu finden, bald haben wir 20 Uhr. Mit dem werden wir auch noch alle reden, mit den ganzen Leuten hier. Und hier irgendwo hätte ich jetzt zum Beispiel diesen Gardisten, den Harbor, vermutet. Aber gerade ist er zumindest nicht hier. Da ist nur Neck, der auf sein Viertel aufpasst. Wie gesagt, hier irgendwo könnte ich mir diesen Harbor vorstellen, dass er irgendwo rumlungert. Vielleicht ein bisschen besser versteckt. So, jetzt haben wir fast 20 Uhr. Jetzt schaue ich mal, dass ich auch die richtige Hütte finde. Denn davor habe ich am meisten Angst, dass ich das vergeige, weil ich die Hütte von Finn nicht finde. Also es könnte zum Beispiel die Hey hier sein. du! Nein, das ist er nicht. Die richtige Entscheidung. Also, wahrscheinlich die hier, oder was? Das hier wäre ja theoretisch die erste hier, ne? Nächtlicher Besuch. Ab 20 Uhr in seiner Hütte nach dem Täter Ausschau halten. Seine Hütte befindet sich am Marktplatz. Direkt die erste, wenn man vom Tor kommt. Das müsste dann eigentlich die hier sein. Wenn das denn hier schon zum Marktplatz zählt. Ansonsten eine Ich weiter. werde hier auf den Dieb Okay, wir warten. sind richtig. Ach, Kyle, echt? Erwischt. Ich wusste, dass ich beim letzten Mal übertrieben habe. Der Halle Finn hat wohl entdeckt, dass hin und wieder was fehlt. Ich mach dir einen Vorschlag. Du hast mich nie gesehen und dafür verrate ich dir ein Geheimnis. Was für ein Geheimnis? Es wird sich für dich lohnen, das verspreche ich dir. Okay, fragen wir mal. In Ordnung. Wenn ich dir sage, wirst du mich aber auf keinen Fall an Finn verraten, verstanden? In der Nähe von Skeddys Stand, an der Arena, steht eine Hütte an der Bergmauer. Der Schatten, der da wohnt, ist
ist ein Bote der Magier und hat deswegen viel Kontakt mit denen. Ich habe gesehen, wie er eines Tages mit richtigen Spruchrollen aus der Burg gekommen ist. Die hat er irgendwo in seiner Hütte versteckt. Das klingt wirklich interessant. Ich werde Finn sagen, dass niemand hier war. Ich werde in Zukunft auch nicht wiederkommen. Die Sache hat sich erledigt. Was hast du jetzt für Pläne? Wird Zeit, dass ich mir endlich eine eigene Hütte baue. Deswegen habe ich mir das Erz zusammengeklaut. Aha. Wo willst du denn wohnen? Vermutlich irgendwo in der Nähe des Grabens auf dem Hügel. Bau deine Hütte nicht an den Graben. Warum? Du bist schon der Zweite, der mir das sagt. Tu es einfach nicht. Pah! Ihr wollt mich doch nur verarschen. Ich baue meine Hütte, wo ich will. Also Kyle ist der Schuldige. Soll ich mal eine Runde pennen? Und direkt dem Finn mitteilen. Übrigens, wenn man in einem fremden Bett schläft, regeneriert man kein Leben. Ist Finn jetzt irgendwo da? Boah, es ist dunkel. So, da ist Finn. Und dann, okay. Niemand war in der Hütte. Schade. Da habe ich wohl deine Zeit mit meiner Theorie verschwendet. Ich werde mich dann um ein neues Versteck kümmern und hoffen, dass der Dieb es nicht nochmal findet. Okay, wir bekommen 50 EP. Keine Belohnung. Nur ein Hinweis von Kyle und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt lohnt. Also falls wir sowieso mal in irgendwie in diese Hütte einsteigen werden, dann hätte sich das Ganze ja eh geklärt. Da hilft uns auch die Information nichts. Oder es könnte aber auch sein, dass wir auf irgendwas dann in dieser Hütte zugreifen können, nur wenn wir Kyle verschont haben. Ich werde es neu laden und ihn nicht verschonen. Ich werde hier auf den Dieb warten. Aber das ist ganz lustig mit den Hintergrundinformationen zu Kyle und seiner Hütte. Ist schon sehr liebevoll gestaltet. Kann man nichts sagen. Ich habe ihn erwischt. Was für ein... Und das Geheimnis ist uns vollkommen egal. Nein, ich werde Finn von dir erzählen. 100 EP mehr. Na, da kann man wohl nichts machen. Dann tauche ich erstmal unter, bevor er mir den Kopf abreißt. Was hast du jetzt für Pläne? Wird Zeit, dass ich mir endlich... Wo willst okay, du? Das sagt er so oder so. Tu es einfach nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Kyle ist da relativ... Also der ist sehr ehrlich. Also er klaut... Okay, jetzt rennt er weg. Er rennt weg und will untertauchen. Und er hat keine Quest für uns. Er ist nur in diese Quest verstrickt. Insofern... War da auch kein Verlust. So, die andere Sache ist jetzt natürlich... Wir können Schlösser knacken, Freunde. Jetzt muss ich mal gucken, hat Fisk auch Dietriche verkauft? Da hole ich mir mal kurz einen Dietrich. Oder vielleicht auch zwei. Dann könnten wir hier auch unseren Reichtum mehren. Der verkauft sie tatsächlich. Ich kaufe mal drei Stück. 30 Erz sind jetzt vergeudet. Ich hoffe, das lohnt sich. Also wir müssen jetzt die Nacht zum Tage machen. Und Gewinne verbuchen. Also wir haben jetzt Kyle verraten, ja, der wird dann erzählen, dass er es ist, aber der haut ja eh ab. Insofern, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass jetzt irgendwas passiert. So. Zweimal nach links, zweimal nach rechts, dreimal nach rechts und einmal nach links. Und da ist schon mal gut Essen drin. Ich hoffe jetzt nur, wenn ich neu lade, wird es dann neu gerollt. Oder bleibt es, das Schloss? Das. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ich hätte es dabei belassen sollen. Also die. Die Truhen werden neu. Also die Schlösser werden. Neu gestaltet. Ich meine, der Punkt ist, wenn das einmal raus ist, klar, die neueren Modifikationen haben das natürlich alle drin, weil das macht es ja auch irgendwie ein bisschen angenehmer. Also, mir ruiniert es gerade zwar ein bisschen mein Vorhaben, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist angenehmer dann fürs Spielerlebnis. Das ist ein 6er Schloss und ich habe es tatsächlich geschafft,
Mit nur einem abgebrochenen Dietrich. Und jetzt eier ich hier rum. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ich habe so vergeigt. Ich hätte es akzeptieren müssen. Ich hätte auch einfach abspeichern können auf einem anderen Slot. Nein. War zu blauäugig. Und habe gedacht. Nur habe ich falsch gedacht. Ich habe gedacht, komm, kleine Modifikation. Da wird es doch bestimmt nicht drin sein. Bei Wählen war es auch drin. Ha. Einmal abgebrochenen. So. Verbuchen wir jetzt als Gewinn. Wir können natürlich auch so lange rumprobieren, bis ich das alles schaffe, dass nur einer abbricht. Oder dass gar keiner, dass gar keiner abbricht. Ist ja uns eben nur einer abgebrochen. Aber da sind wir dann übermorgen noch hier. Aber es sind ja nicht alle gleich komplex. Die Schlösser, also vielleicht haben wir jetzt hier mal keine 6er-Truhe. Verdammt. Zumindest mal eine 4er-Truhe. Ist halt mehr Glück als Verstand. Vollkommen klar, muss man so sagen, wie es ist. Entweder man macht es halt richtig oder man macht es halt falsch. Mit zwei Dietrichen ist es so eine Sache. Und ja, wir werden ein wenig Geschicklichkeit brauchen. Auch eine 6er Droh. Ein Dietrich abgebrochen, 25 Erz. Nehmen wir als Gewinn hin. Und gut ist. Und der Dex hat nichts gesehen. Sehr schön. Von den 25 Dietrichen, Erzbrocken, ja, 25 Dietriche, kaufen wir uns natürlich Dietriche. Beziehungsweise ist hier vorne eine Pfanne, weil da will ich mal, nee, das ist nur, dass hier irgendwo eine Pfanne ist. Zeig mir. Also die Sache ist, wir könnten tatsächlich ein bisschen hier Gewinn machen. Wir bekommen für ein gebratenes Fleischstück bekommen wir 4 Erz. Das heißt, wir haben hier 200 Erz. In Fleischform. Ist gar nicht mal so übel. Leider bringt der ganze Ramsch hier gar nichts. Besteck und Krug und so ein Dreck. Aber was hat es mit dem Horn übrigens auf sich, das ich hier gefunden hatte? 14 Nägel haben wir dabei. Zähne, den ganzen Kram müssen wir natürlich verkaufen. Nachtschatten. Warum ist das alles nichts wert hier? Das ist generell nichts wert. Für Snapperkrog kriegen wir 50 Erz. Das könnte man tatsächlich verkaufen. Es gäbe übrigens eine Möglichkeit, dass wir. Moment mal, wenn das nämlich hier. Kann ich nämlich die Axt verkaufen, die eine. Wenn ich sie ablege und wieder nehmen. Nee, okay, es bleibt bei einer. Dann hatte ich dann die zweite Axt hier. Habe ich die gefunden irgendwo? Ich dachte irgendwie, die wäre generiert worden. Ich dachte schon, jetzt könnten wir hier 100 Millionen Äxte generieren für Geld, aber dann. Nee. Besser so, dass es nicht klappt. Ansonsten habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann. Nicht wirklich, okay. Dann kaufen wir uns noch ein paar Dietriche. Aber wenigstens mal 5. Und wir könnten dann theoretisch auf jeden Fall noch ein bisschen Fleisch verkaufen. Aber das müssen wir natürlich erstmal zubereiten. Der Finn ist natürlich jetzt noch nicht da. Der hat auch nur Schrott dabei. Jetzt die Frage: Wo können wir hier jetzt Schlösser knacken? Verschiedene Preise haben wir auch nicht. Also manchmal war es ja schon mal so gewesen. Gab schon mal Mods, da hat man dann bei verschiedenen Händlern verschiedene Preise ausmachen können. Oder halt, was das ausmachen können. Die waren einfach verschieden gegeben. Auch ein sehr interessantes Konzept. Aber das ist hier wohl nicht der Fall. Ist jetzt eigentlich ein bisschen wahllos, wie ich hier die Truhen knacke. Das ist eigentlich doof. Verschissen. Was? Ich hab alle rausgehauen, das gibt's doch gar nicht. Manometer. Hm? Das
spüre die Truhe jetzt genauso wie vorhin. Siebenfache Erzbrocken. Geht die Rechnung auf? Ich habe 3 rausgehauen. Ich speichere mal hier und lade trotzdem neu und versuche es mal mit weniger Verlusten. Weil ich das Gefühl hatte, dass die Truhe gerade eben noch genauso war wie eben gerade. Ja, und schon irre ich mich. Dann nehmen wir das so an. Ist im Prinzip ein Plus von 7 Erz. Ich weiß, es ist nicht viel. Aber besser als gar nichts. Was ist denn eigentlich das für ein Gardist da unten, der da rumrennt? Ist das Cutter? Ne, ist ein ganz normaler Gardist. Okay, schade. Also mal zum Fisk. Zeig mir deine. Mit dem. Und jetzt hier nochmal ein bisschen was kaufen. Haben wir jetzt wieder 5? Ja. Also wirklich Gewinn hat die Aktion bis jetzt nicht gebracht. Aber naja. Wir sind in der nächsten Folge. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um bei Nacht. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was Interessantes. Und ansonsten werden wir die Quest abgeben. Nächtlicher Besuch am nächsten Morgen. Und wir suchen mal den Havor. Vielleicht finden wir den dann demnächst. Und ansonsten werden wir uns um Machtwechsel kümmern, jetzt da wir Schlösser knacken können. Und eventuell finden wir noch eine Hütte für einen Geier. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.